Hey, in diesem Video werde ich dir einmal zeigen, wie du am besten ein Aquarium einrichtest für Axolotl, was man beachten muss, und heute werde ich auch einmal die Höhlen, Pflanzen und Co. wieder einstecken. Ich habe es nämlich gestern einmal sauber gemacht und heute dürfen auch die Tiere einziehen. Ich würde sagen, let's go! Und dann dürfen diese kleinen Tierchen auch wieder einziehen. Ja, das ist das Aquarium. Das ist 1 Meter lang. Das werde ich jetzt einmal gleich mit Pflanzen bestücken. Die habe ich gestern nämlich einmal rausgenommen, das Aquarium aufgerührt, weil das Aquarium hier 6 Wochen eingelaufen ist und sich ein bisschen Dreck gesammelt hat. Ich habe hier Schnecken drin, das darf ich aber auch nur, weil ich die von Leni gekauft habe. Leni verkauft BD-freie Schnecken, weil Axolotl ja die Krankheit BD bekommen können, und diese Schnecken sind immer wieder auf BD getestet, und da kriegt ihr ja Schnecken von ihr zum Beispiel und könnt da die mit ins Aquarium reinsetzen. Schaut bei eBay mal, bei eBay Kleinanzeigen in Deutschland nach BD freie Posthornschnecken oder Posthornschnecken BD frei. Und nochmal cool, Leni hat mir da ein paar zugeschickt und mich da beraten, weil ich nämlich das Becken testen musste. Ich bin nämlich bei der Einrichtung vor 2 Monaten und ich war 2 Monate ungewiss. Ich bin bei der Einrichtung aus Versehen mit der Hand ins Wasser und ich war mir nicht sicher, ob ich vorher irgendwas angefasst hatte. Hier zum Beispiel beim Aquarium, wo ich eventuell was angefasst habe, war es von Fischen oder von anderen, ja, Fischwassersachen betroffen war, und deswegen wusste ich jetzt nicht, ob das Becken jetzt sauber bzw. ja, ob das gesund ist, und deswegen musste ich es nochmal neu einmal testen, bzw. ich habe es nicht neu getestet, sondern ich habe es getestet. Ich habe zu Exomed, das ist ein Labor in Berlin, dort habe ich dann einmal 2 von den Schnecken und ein paar von den kleineren Schnecken eingeschickt. Die haben mir versichert durch einen Test, das Becken ist sauer, beziehungsweise das Becken ist BD negativ getestet. Das hat mich sehr gefreut, das hat 55 Euro gekostet, das ist jetzt okay, dafür, dass ich die Gewissheit habe. Ich habe in diesem Becken 2 Höhlen, beziehungsweise ich habe für das Becken 2 Höhlen bestellt, die habe ich hier in der Box drin. Da habe ich einmal eine dunkle und eine helle Höhle bestellt, so. Und ja, die Pflanzen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, hier ist das Tiger-Aquarium, Tiger-Terrarium, Tiger-Salamander, da habe ich jetzt nur die Plane drauf, weil oben was draufsteht. Hier habe ich Tiger-Salamander drin, da guckt auch schon einer. Da habe ich auch ein Video zu online, könnt ihr auch gerne mal anschauen auf diesem Kanal. Aber es geht jetzt hier um die Pflanzen. Ich habe neue bestellt, ich bin der Meinung, die Pflanze ist neu und die. Ansonsten sind die anderen vor sich hingewachsen hier in dem Aquarium. Und ja, die werde ich jetzt wieder einstecken. Ich hatte das Wasser abgelassen, ich hatte sonst mehr drin, für 1 Tag, 1,5 Tage jetzt. Jetzt werde ich einmal die Pflanzen hier wieder einstecken und dann kann ich euch einmal zeigen, wie man es am besten macht. Ihr lasst am besten immer, ich zeige es ja einmal, am Rand immer jeweils komplett frei, damit die Tiere schwimmen können, auch mit keine Höhlen hinstellen. Das in der Ecke ist jetzt in Ordnung, wenn ihr jetzt da in der Ecke nochmal Pflanzen macht, ist es auch okay. Nur stellt keine Höhle hier vorne hin, das ist nicht sehr schlau. Dann, damit ihr auch die Hände desinfizieren könnt, ich habe jetzt in dem Fall Sterilium hier, das ist das ganz normale Sterilium. Mir wurde noch von einem gesagt, das ist das falsche. Es funktioniert auch, es ist nur nicht so gut. Also nehmt am besten Sterilium Classic Pure oder Pure Classic. Das ist nämlich das blaue. Das hier an sich ist eigentlich das falsche. Es funktioniert, ich werde es mir das neue auch bestellen. Dann desinfiziert ihr euch einmal die Hände und dann könnt ihr auch eigentlich schon loslegen. Ich werde jetzt einmal meine Hände und meine Arme damit desinfizieren, wieder ein bisschen sauber machen, und dann kann ich mit der Hand ins Aquarium gehen. Dann richte ich das einmal ein und dann zeige ich euch nochmal, wie ich es gemacht habe, weil es jetzt gerade schwierig ist mit dem Film. Vielleicht mache ich es doch in Speed. Mal schauen. So, jetzt ist das zwar schon eingerichtet mit den Pflanzen, aber ich habe sehr viel aufgewirbelt. Ich denke mal, ich lasse das sacken, saug vielleicht noch ein bisschen Wasser einmal wieder ab. Und dann setze ich die Höhlen hier rein. Ich fütter eben noch die Axolotl, dass die satt sind, wenn die reinkommen, weil wenn die aufeinandertreffen und satt sind, ist es natürlich schöner. Weil wenn man 2 hungrige Menschen aufeinander losschickt, beziehungsweise wenn die sich treffen, ist die Stimmung auch nicht so gut, als wenn sie beide satt werden. Deswegen, das mache ich jetzt eben nochmal und dann geht's weiter.
So, Freunde, das Becken ist fertig. Ich habe den Filter gerade wieder einmal ausgemacht. Wirklich nur kurz zum Filmen, damit das nicht sehr laut ist hier im Hintergrund. Hat sich soweit gut gelegt. An der Scheibe ist noch ein bisschen was an, was sich abgesetzt hat. Das fällt aber auch ab, beziehungsweise das werde ich erst sonst noch einmal abmachen. Ja, nicht wundern, wie gesagt, die Schnecken, das ist alles PD-negativ getestet. Und ich würde sagen, wir machen das Licht gleich einmal hier aus vom Becken, damit die Tiere sich nicht zu doll erschrecken, beziehungsweise weil das nicht zu unangenehm für die ist. Und ja, dann mache ich das Licht aus, nehme den kleinen Schwamm noch raus und dann dürfen diese kleinen Tierchen auch wieder einziehen. Diese drei sind aus einem Wurf von vor anderthalb Jahren von meinen großen Tieren, alles Männchen. Und ja, die waren soweit jetzt in der Box, die musste ich gegen BD behandeln. Ja, das ist der Chytrid-Pilz, gegen den Axolotl auf jeden Fall sehr anfällig sind, beziehungsweise wenn die Bakterien kommen, dann ist es auf jeden Fall ja, ratsam zu behandeln, weil die Tiere sonst zeitnah sterben. Das sind die drei. Ich hatte noch einen vierten, der wurde aber zu einem Landgänger. Könnt ihr auch, auch auf meinem Instagram-Kanal sehen. Da habe ich nämlich auch ein bisschen was zugepostet. Den hat eine Freundin von mir bekommen. Grüße gehen raus an Silvia. Die hat dem auch ein schönes Zuhause gegeben. Das war ein gepunkteter, der ähnlich aussah wie so einer. So, das ist aber eine andere Aufzucht. Und hier den Goldi habe ich dazu gekauft. Das ist ein Weibchen. Die war eigentlich für ein anderes Aquarium gedacht. Aber die hat hier gut reingepasst. Und die ist auch schon, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt. Die, wie gesagt, 1,5. Und ja, dann filme ich jetzt gleich einmal das Becken von der queren Position ungefähr so. Und stelle das Handy ab, beziehungsweise die Kamera. Und dann zeige ich einmal, wie die Axolotl einziehen. So, es ist zwar noch ein wenig hell, aber im Becken an sich dunkel. Es ist ein Riesenunterschied mit der Leuchte, deswegen, ich habe nur die Zimmerlampe an. Die haben sich jetzt wahrscheinlich erstmal gewundert, huch, von dieser kleinen Box wieder ins Becken. Ja, ich habe mit Absicht, nur ein paar Infos nochmal, ich habe mit Absicht, die Höhlen sieht man wahrscheinlich nicht. Man denkt, ah, hier ist nur wenig Platz, aber schaut euch das mal an. Da ist auf jeden Fall genug Platz, wenn ihr seht, wie breit ein Tier ist, dass die hier vorne diesen Bereich haben zum Schwimmen. Dahinter die Höhlen, die Ecken eigentlich direkt auch an die Pflanzen an, der in dieser Erhöhung. Bei den Pflanzen dazwischen ist ein Durchgang, hier auch bei den Höhlen genug Platz und hinter den Pflanzen ist ja auch nochmal dieser Gang, wo die durch können. Und wenn der Weiße gleich vom Filter einmal weggeht, würde ich auch den Filter nochmal wieder anmachen. Das ist ein Bioschwammfilter und ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich denke mal, die bekriegen sich auch nicht, die haben gestern genug zu essen bekommen. Ja, ich gehe noch mal ein Stück zurück, so sieht man es besser, das Becken. Mega hübsch. Und ich hoffe mal, die gewöhnen sich gut ein. Ich habe die Höhlen so hingestellt, ich denke, das ist am schönsten, weil so hat man den Kontrast zwischen dunkel und hier nochmal dunkel in der Ecke, nochmal in der Mitte so einen braunen, so einen hellbraunen. Und ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Licht muss ich mal gucken, wie ich das überhaupt regeln werde, weil hier habe ich noch eine Leiste drin. Ich habe hier auch links diese Abdeckung noch dafür. Ich habe auch noch für dieses Mosaik-Aquarium eigentlich auch eine Abdeckung, aber ich habe die jetzt erstmal abgelassen und noch eine Lampe, weil das Becken an sich so schon genug Licht gegeben hat. Ich war am Überlegen, ob ich noch Klemmlampen eventuell hinmache oder ob ich eine so eine Leiste einfach in die Ecke so stelle oder mir irgendwo hinstelle. Aber die Pflanzen müssen natürlich auch genug Licht bekommen. Muss ich mal schauen, wie ich das mache, und sieht einfach mega hübsch aus, das Becken. Ich werde mir das ja auch richtig schön noch machen. Das heißt, hier unten sitze ich dann, oder halt da sitze ich mit meinem Stuhl, das Terrarium, das Aquarium und das Aquarium. Ich bin auch am Überlegen, mir sonst da, wo ich die Aufzuchtbecken gerade noch habe, die sind auch alle bald weg, dass ich da mir noch ein Aquarium hinstellen, größeres, weil das hier zu klein wird, wenn ich da den Mosaik und den Harlekin zusammen drin habe. Oder hier nochmal eine kleine Sitzecke oder was, muss ich nochmal schauen. Auf jeden Fall ist noch was zu tun.
Das sah auf jeden Fall schon mal sehr gut aus hier. Ich denke, die können sich jetzt gut eingewöhnen. Und ich hoffe mal, das klappt alles sehr gut. Und dann bleibe ich noch einen Moment hier. Und ich denke mal, jetzt könnten die sich, weiß nicht, 5 Minuten bis 30 Minuten, ja, oder bis eine Stunde auch erstmal so ein bisschen einleben, bevor überhaupt jetzt hier die aktiv rumlaufen. Das Licht lasse ich heute komplett nochmal aus und ab morgen geht das dann auch wieder per Zeitschaltuhr an. So, ich bin jetzt ein paar Stunden später nochmal hier. Schauen wir das nochmal an. Es ist eben dunkel gewesen. Ich habe jetzt die Zimmerleuchte nochmal angemacht. Ja, sieht so weiter gut aus. Keiner hat sich irgendwie in deinen Filter gequetscht und wurde gebissen oder so. Die kennen sich ja auch alle schon. Ja, ansonsten zeige ich vielleicht nochmal ein paar schöne Aufnahmen. Ja, oh, echt, schaut mal, wie schön der die Glitzerpigmente drin hat. Also sie. Und hier die gepunkteten. Mega. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn ich noch irgendwas zu editieren habe oder so, werde es auf jeden Fall noch irgendwie per Text reingeschnitten. Und ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Würde mich freuen. Schreibt einen Kommentar, was ihr noch wissen wollt oder wie ihr das Video fandet. Und ansonsten sage ich Dankeschön. Abonniert, um nichts zu verpassen. Hier könnt ihr noch gerne am Ende andere Videos anschauen von mir. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.